ein Festival an Laufen, Springen, Ballspiel, alles Mögliche ist geboten worden an diesem Wochenende in Binningen. Hier am grossen Meeting am LAR in Binningen. Was ist eigentlich der LAR? Das ist ein Leichtathletikverein. Aber wie ist der zusammengesetzt? Wie viele Mitglieder haben wir? Also wir sind ein Leichtathletikverein in Binningen. Wir sind entstanden aus einem Turnverein. Wir haben heute rund etwa 170, 180 Mitglieder. Vorwiegend, eben, wie man es hier sieht, sind das Jugendliche, Schüler. Wir fangen an mit U8, das sind Kinder, die 6, 7 sind, die dort mitmachen. Und oben, wie gesagt, bis zu den Aktiven. Wie geht man denn hier vor für zum Trainieren? Haben jetzt Ihre Spitzensportler, die hier das Training übernehmen? Oder was sind das für Leute? Sind das auch Freiwillige? Das ist alles, mache alles freiwillig. Es sind sehr viele ehemalige Athleten, die zum Glück auch wieder uns unterstützen und Training leiten. Habe ich ja vorhin gesagt, der Markus ist eine sehr wichtige Stütze. Und ein Verein lebt, ich sage, es lebt und steht da eigentlich mit diesen Leuten. Weil es ist heute nicht mehr ganz einfach, dass man Trainer finden. Markus, von der Schule kennt man es, macht man das auch im Turnunterricht. Ab welcher Stufe übernehmt ihr denn als Trainer die Kids und wie geht das denn vor sich? Also wir haben U12, U10 und U8, das hat Charlotte unter sich. Die trainieren draussen auch und haben den Plausch dabei. Von mir auf kommen sie ab U16 bis Aktive, wo ich trainiere, wo ich verantwortlich bin. Wir haben 2 bis 3 Mal Training im Spiegelfeld. Und auch Winterthur sind wir in der Halle. Zuerst, wer da sind, wer bist du? Magdalena Jukic, zahlen wir dir hoch. Und ich bin so wie früher. Sabine, seit wann bist du dabei? Wie lange machst du das schon? 3 Jahre, glaube ich. Und wie bist du denn dazugekommen? Ich habe zuerst Mädchenringe gemacht und dann habe ich einen neuen Sporttag gesucht und ja, fertig. Okay, die sind gut am Schnaufen jetzt gerade nach dem Sprint. Ist anstrengend gewesen? Ja, schon. Ziemlich. Was sind denn deine Ambitionen jetzt für die Zukunft? Wo willst du hinkommen? Also, ich gehe dieses Jahr noch in SM für 400 Meter. Und ja, ich bin im Moment ein bisschen das am Anschauen. Okay, und wie ist es bei dir, wenn du müsstest die Sportart jetzt anderen verkaufen, was würdest du sagen, warum muss man unbedingt bei euch mal reinschauen und mitmachen? Also weil es einfach da lustig ist. Es ist anstrengend, aber auch gut. Man hat Spass und sind alle zusammen. Und es ist eigentlich kein Einzelsport bei uns. Alle sind ein Team und es ist super. Das habe ich mitgekriegt zu diesem Training, gehört mittlerweile auch einen gut ausgerüsteten Kraftraum. Ist das, geht man schon so fest an die Leistungsgrenzen auch, oder ist das etwas, was jetzt wirklich einfach normal dazugehört? Ich denke, das ist heute ein Standard. Das ist wichtig, dass wir den Kraftraum gekriegt haben, respektive auch selber bezahlt haben und von der Gemeinde den Raum gekriegt haben. Und jetzt sind die Athleten noch mehr interessiert zum Leistung bringen. Sie gehen voll in den Kraftraum, sie machen Gewicht. Also Winterthur ist ein sehr wichtiger Standpunkt für uns. Zum Abschluss noch, wie rekrutiert ihr die Leute? Wie kommt man zu euch? Kommt man, wie ich vorhin schon der Frau gesagt habe, aus dem Turnunterricht quasi zu euch? Oder gibt es da spezielle Tage, wo ihr dann sagt, so, da kann man mal reinschnuppern?
Wir sind präsent eigentlich auf vielen Plätzen. Wir sehen uns überall, wir machen Werbung. Die Leute kommen an, gehen schnuppern, sie rufen an, kommen spontan vorbei in ein Probetraining. Und wir sind offen, wir haben noch Platz für Athleten. Vor allem auch die Älteren, U18, die herzlich willkommen sind für ein Probetraining. Das würde mich recht herzlich freuen.